Er lässt sich kneten und massieren, rennt durch die Wüste und spielt mit dem Dolch. Jörg Armbruster ist Journalist aus Leidenschaft. Also im klassischen Sinne ist diese Berichterstattung sicherlich nicht objektiv, weil ich ja sehr viel von meinen Beobachtungen einfließen lasse. Man muss sich auch da von der Vorstellung verabschieden, Journalismus könnte zu 100% objektiv sein. Das Jordantal in Not. Nicht wenige Jordanier geben in erster Linie dem Nachbarn Israel die Schuld. Die stehlen uns das Wasser, mit denen wollen wir keinen Frieden. Angesichts solcher Verschwendung auf der anderen Seite des Flusses kann man Jordaniern solche unfriedlichen Gedanken wohl nicht ganz verübeln. 1999 wird Jörg Armbruster Korrespondent im Nahen Osten. Er berichtet hauptsächlich aus dem Irak. Den Einmarsch der Alliierten hält er für falsch. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich nicht gewusst hätte, wie die Iraker Saddam Hussein loswerden können. Ob es da tatsächlich ein arabischer Frühling, ein irakischer Frühling geholfen hätte, ich bin da nicht so sicher. Denn Saddam Hussein hat oft genug bewiesen, mit welcher Brutalität er bereit ist, die Aufstände, die es ja gegen ihn gab, niederzuschlagen. Jörg Armbruster bleibt bis 2005 in der Krisenregion. Dabei hatte er ursprünglich ganz andere Vorstellungen. Ich wäre lieber der klassische Korrespondent gewesen, der auch über Land und Leute berichtet. Denn das ist ja auch eine wichtige Aufgabe der Büros, die die ARD draußen hat. Die Alltagssituation, das Alltagsleben der Menschen vor Ort zu zeigen. Zum Beispiel aus Aleppo. 2005 noch eine der schönsten Städte im Nahen Osten. Für Jörg Armbruster ist es wichtig, neue Kulturen kennenzulernen. Besser. 2010 wird er zum zweiten Mal Korrespondent in Kairo und erlebt die Anfänge des arabischen Frühlings. Ich gebe gerne zu, dass es manchmal sehr schwer ist, nicht Partei zu ergreifen. Wenn ich da an die Tahrirplatz-Leute denke, 2011 im Januar und im Februar, dann hat mich das schon sehr viel mehr bewegt, als es vielleicht gut war für die Objektivität der Berichterstattung. Aber ich glaube, ein Reporter ist auch ein Mensch, der ein Stück weit mitgeht bei solchen Umbruchssituationen. Noch ist nicht klar, wie die zornige, aber auch fröhliche Revolte der ägyptischen Jugend enden wird. Sicher ist aber auch, diese jungen Menschen werden nicht aufgeben. Im Februar 2011 gibt dafür der ägyptische Präsident Husni Mubarak auf. Ich hatte mit meinen Kollegen ausgemacht, wenn ihr hört, er tritt zurück, dann macht bitte so hinter der Kamera. Dann weiß ich Bescheid, er ist zurückgetreten und kann das dann verkünden. Und dann kam das erste Mal, ich war aber vorsichtig. Da kam das zweite Mal das Zeichen, habe ich gesagt. Er ist zurückgetreten. Ich bekomme gerade die Meldung, ich bekomme gerade von meinen Kollegen signalisiert, dass Mubarak offensichtlich zurückgetreten ist. Das würde diesen unbeschreiblichen Jubel erklären. Ich versuche mal hier das Mikrofon rauszumachen, um Ihnen diesen unbeschreiblichen Jubel ein bisschen vorzuführen. Wir holen jetzt die Kamera. Bleiben Sie bitte auf Sendung. Wir holen die Kamera und wollen Ihnen zeigen, unter uns, wie die Menschen jubeln, Fahnen schwenken. Der Kameramann kommt. Jetzt müssten die Bilder dann da sein. Ich hoffe, Sie können die Bilder sehen. Es war richtig toll. Aber es ist alles so aus der Sekunde heraus entstanden. Also ich kann nicht ausschließen, dass wir demnächst nach Syrien reisen und eine ähnliche Geschichte erleben. Oder in den Sudan. Die Despoten in diesen Ländern jedenfalls werden eine sehr schlechte Nacht haben. Jörg Armbruster in kluger Voraussicht. Der Aufstand im Nahen Osten geht in Libyen weiter. Gaddafi wird natürlich weiter gejagt von Spezialkräften, allerdings bislang erfolglos. Er wird inzwischen in Sirte vermutet. Dort wird er im Oktober 2011 gefangen und ermordet. Wenn Krisen und Kriege in den Regionen, für die man verantwortlich ist, ausbrechen, muss man natürlich in erster Linie darüber berichten. Ich konnte es mir nicht aussuchen. Ich bin es nicht freiwillig geworden. Ich wäre auch nie in eine Krisen- oder Kriegssituation gegangen, die nicht in meinem Revier stattfindet. Das muss nicht sein. Bürgerkrieg in Syrien. Für Journalisten wird es immer schwieriger, objektiv zu berichten. Bilder gelten als Waffen. Für Jörg Armbruster geht es nicht mehr um Wahrheit, sondern um Wahrnehmung.
Diesmal schlägt uns eine fast feindselige Stimmung entgegen. Man will uns bedeuten, wir sind hier nicht erwünscht. Die Leute wissen ganz genau, dass die Botschaft, die wir transportieren, nicht die Botschaft ist, die Sie transportiert sehen wollen. Wir haben im Nahen Osten ständig mit Ländern zu tun, aus denen wir nicht wirklich frei berichten können. Aber man bekommt doch ein anderes Gefühl für das Land, wenn man vor Ort ist und kann trotz alledem mit Menschen doch immer wieder reden. Er hätte gerne mit den Menschen weitergeredet. Doch im Dezember 2012 geht Jörg Armbruster in den Ruhestand. Allerdings nicht endgültig. Für eine große Reportage über den neuen Nahen Osten fährt er noch einmal nach Aleppo. In Syrien ist ARD-Reporter Jörg Armbruster angeschossen worden. Der langjährige Fernsehkorrespondent für die arabische Welt war bei Dreharbeiten in Aleppo gestern in einen Schusswechsel geraten. Dabei wurde er schwer verletzt.